Endlich Ferien! Sommerferien in Bayern. In diesem Jahr hat Corona die Urlaubspläne gründlich durcheinander gewirbelt. Meine Mama sagt dazu, wir machen einfach das Beste daraus. Sie sagt, dass es dazu sogar ein passendes Sprichwort gibt. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Hauptsache, wir alle bleiben gesund. Und mein Papa sagt, bei uns in Bayern ist es eh am schönsten. Die herrlichen Seen, unsere bayerischen Berge, Städte mit vielen Sehenswürdigkeiten und in der Stadt gibt's dann auch ein Eis für mich. Mama sagt, dass sie in den Ferien unbedingt nach Franken reisen will. Da ist nämlich ihr Chef zu Hause, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Er lebt in Erlangen und er meint, dass es dort am schönsten ist und man sich in Franken so gut erholen kann. Hör mal zu. Dieses Jahr ist jetzt eben leider alles anders. Schritt für Schritt können wir und Sie aber endlich wieder das tun, was wir am besten können und am liebsten machen, nämlich gute Gastgeber zu sein. Dem fränkischen Tourismus kommt hier allgemein zugute, dass das Bedürfnis der Menschen nach Freiraum und Weite sehr groß ist. Durch unsere aktiven Angebote sowie die Tatsache, dass in Franken 10 Naturparke liegen, haben wir hier einen Vorteil. Ein starker Tourismus kommt nicht nur den Gästen zugute, sondern der gesamten Region. Denn fränkische Gastlichkeit überwindet jede Abstandsregel. In diesem Sinne, wie wäre es in diesem Jahr also mal mit einem Urlaub im Norden Bayerns? Zum Beispiel im Fichtelgebirge oder in der Bayerischen Rhön. Egal ob in Würzburg, Kitzingen, Bayreuth oder Coburg, wir wünschen in jedem Fall eine schöne Sommerszeit. Und ganz wichtig, alles Gute und bleiben Sie gesund!